Zwischenfrage für dich zulassen. Gut, also wenn Sie jetzt... So, und weil ihr alle so schön brav und artig wart und wir uns in der Weihnachtszeit befinden, gibt's jetzt zum Wochenende auch die Belohnung. Spannung, Spiel und Schokolade, hätte ich beinahe gesagt. Lustiges aus dem Bundestag. Also, manch einer sagt jetzt, da ist sehr viel lustig. Und damit hat er natürlich auch vollkommen recht, weil unfreiwillig komisch, das können die Kollegen. Aber ich habe natürlich für euch alles gegeben und versucht, ein paar besonders schöne Häppchen rauszusuchen. Also, viel Spaß. Kollege Hofreiter, da gestatten Sie eine Zwischenfrage. Von wem denn? Ich habe nicht wie Sie eine Universität besucht. Ich habe auch keine Akademie besucht. Meine Akademie war das Leben. Und wissen Sie, was ich gerade tue? Ich schäme mich fremd, dass wir hier über diesen Lügenantrag... Lügenlord. Dass wir hier über diesen Lügenantrag unsere Zeit verschwenden. Ich schäme mich sowas von fremd, dass wir diesen Antrag hier in diesem Haus besprechen müssen. Haben Sie das überhaupt mal vernünftig durchgelesen? Am liebsten würde ich jetzt noch was ganz anderes sagen. Ja, beschimpfen Sie mich ruhig, das können wir auch gleich gerne unter vier Augen machen. Wenn wir nicht konsequent umsteuern, eine Welt erleben, noch in einer Welt leben müssen, in der erhebliche Teile unseres Planeten unbewohnbar werden, in der Dürren, Waldbrände und Überflutungen alltäglich werden. Aber man hantiert, oder man kann es noch genauer sagen, ein Scheinphilosoph, Jim Knopf, der Scheinriese, Sie erinnern sich, ein Scheinphilosoph hantiert mit Scheinargumenten. Kollege Kahrs sprach neulich davon, dass Hass hässlich macht. Man muss sich diese Traurigen da nur angucken und dann weiß man, Hass macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel. Akzeptieren wir in Deutschland ja auch nicht zwei, drei oder vier Ehefrauen. Oder etwa doch. Und Integration. Jetzt muss ich mal erklären der Bevölkerung, wie das aussieht. Also, ja, Sie müssen sich dabei jetzt ein bisschen beeilen, Herr Gysi, nicht? Eigentlich besteht dafür nämlich gar keine Zeit mehr. Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das ab. Ja, Sie können, Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen. Dann hätten Sie die nötige Zeit. Das sind die Zahlen vom September 2012. Das heißt, die Opelaner... Sie wollen sagen, meine Redezeit ist ja, dabei, das leider auch für prophetische Reden, Sie, die profanen Regelungen müssen, unserer Geschäftsordnung gelten. Gehört ja nun zu den ganz grundlegenden und fundamentalen Rechten einer freiheitlichen Demokratie, dass man seine Meinung sagen kann. Was wollen Sie nun eigentlich? Wollen Sie, dass wir aufklären, dass wir sagen, wie es war? Oder wollen Sie jede wahre Erklärung durch Verdächtigungen und Verleumdungen immer gleich unmöglich machen? Überlegen Sie sich doch. Bei dieser Veranstaltung bin ich einem Schreiber begegnet. So, das war's. Ohne Koffer. Also vielleicht, ich habe einen Aktenkoffer vielleicht dabei gehabt. Weiß ich gar nicht. Also, ich habe ja gesagt, der Mittelstand braucht Nachfrage. Herr Kollege Gysi, nun haben Sie sicher beinahe eine Zwischenfrage bestellt. Und die Frage ist, ob Sie die zulassen wollen. Zwischenfrage für dich zulassen. Gut, also wenn Sie jetzt... Ja, es wird zwar keine Frage werden, aber ich lasse Sie natürlich zu. Aber ausmachen die Uhr, Herr Präsident. Sie werden doch nicht auch nur andeuten wollen, dass ich Ihnen jemals auch nur 10 Sekunden gestohlen hätte. Und meine Damen und Herren, jetzt frage ich mich mal, wo liegt denn hier eigentlich der Skandal, den hier manche herbeischreien wollen? Ich finde es peinlich. Und hier war gerade mal von Scham die Rede. Ja, ich würde anstelle des ersten parlamentarischen Geschäftsführers der AfD und seiner Verwaltungsleitung im Erdboden versinken angesichts der Debatte, die wir hier führen. Wer ruft denn da mitten in der Sendung an? Moment mal eben schnell bitte, ja? Ja Mensch, Angie, du, was rufst du denn mitten in der Nacht an? Ja, vor Scham im Boden versinken, hat die Britta gesagt, ja.
Du meinst, das wäre bei 1,50 keine so tolle Redewendung. Verstehe. Ja, weißt du, ich kann da jetzt auch nichts mehr machen. Jetzt ist es raus. Gut. Du meldest dich dann wieder, falls noch irgendwas ist, Angie, ne? Ja, genau. Super. Schönes Wochenende. Die Angie ruft die mitten in der Sendung an. Entschuldigung für die Unterbrechung. Geht schon weiter. Ja, das ist ja... Das ist ja hochinteressant, wenn Sie jetzt doch nur sagen können, da muss man, weshalb Sie nicht im Saal waren, als Herr Stoiber sprach. Also ich wollte Ihnen nur abschließend sagen, Sie waren nicht im Saal und auch nicht im Bilde. Okay. Ich will gar nicht sagen, an welche Zeit mich das erinnert, wo solche Berichte so getürkt wurden. Es haben Sie doch nicht. Da haben Sie aber fast Glück, dass dafür auch gar keine Zeit mehr besteht. Hm? Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden 11 Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Als nächstes hat sich die Frau Kollegin Künast zu einer Zwischenfrage gemeldet. Bitte schön. Was wollten Sie jetzt eigentlich gerade sagen, Herr Grindel? Nein, dass Sie die das aktuell nicht. Meine Frage Ziehen Sie Sekunde. Nicht Dinge ins Lächerliche. Setzen Sie sich mit der Argumentation auseinander. Das ja, ist eine, ja, ich will ein ja Stil, die... Frau Künast, den haben Sie früher im Studentenparlament gemacht. Wir machen können, jetzt Fragen aber nicht hier im Deutschen Antwort. Bundestag. Ich war noch nicht fertig mit meiner Frage, will aber fürs Protokoll darauf hinweisen, dass ich nie im Studentenparlament war. Ja, weil Sie nicht gewählt worden so. Sind. Das waren damals bin. Deutliche Studenten. Zwischenfrage für dich zulassen. Sie wollten eine Nachfrage stellen. Jawohl, Herr Präsident, und deshalb habe ich, und das erlaube ich mir, weil wir leider die Letzten sind in Europa, eine rote Laterne mitgebracht, die ich gerne dem Bundeskanzler aussendige, weil er der Träger dieser Laterne in der Zwischenzeit europaweit geworden ist. Herr Hinsken, Kollege Hinsken, ich gestatte Ihnen dies nicht. Dies war im Übrigen auch keine Frage. Wir sollten dieses Spielchen sein lassen, Herr Hinsken. Kollege Repnick, Sie sind der zuständige Geschäftsführer. Könnten Sie bitte einschreiten? Dies ist eine Art des parlamentarischen Umgangs, die ich nicht zulasse. Darüber reden wir gerade in der Großen Koalition. In der großartigen. Das war ein klassischer Freudscher Versprecher. Ja, das war doch sehr höflich formuliert, finde ich. Nicht? Das meine ich auch. Ich habe mir extra vorgenommen, heute Morgen besonders höflich zu sein. Du darfst mich demnächst mit Herrn Siegmar anreden. Ja, ganz vorsichtig. Das ist Ihre Möglichkeit, sich frei zu äußern. Sie können nicht mit Geld umgehen. Ja, wenn Sie in der Wüste regieren, wird der Sand knapp. So ist das. Das ist auch der Grund, warum die Hälfte der Regierungsbank absolut überwältigt ist. Allerdings von Schlafbedürfnis. Das sieht man denen an. Ganz vorsichtig. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung. Wenn... Ich setze mich da jetzt nicht mit auseinander. Immerhin könnte man sagen, da war noch eine Seele bei Ihnen. Naja... Wir als Linke sind solidarisch. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident, wenn Sie erlauben, würde ich... Nein, ich erlaube es nicht. Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihr Verständnis und Ihre Toleranz. Dafür sind Sie auch sehr bekannt. Hass macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel. Eins und eins ist eins und nicht drei. Eins bleibt eins und ist nicht zwei und nicht drei. Ja, Herr Sieding, ist gut. Also, Frage ist beantwortet. Nein, also Mitglieder des Finanzausschusses wird immer unterstellt, dass man das einmal eins und dass alle diese Formen eins alle bestens... Eins eins, liebe Kollegen. Ja, freuen Sie sich drüber, ist so schön geschenkt. Ich bin darüber hinaus jetzt erinnert worden durch die ganzen Beiträge der Kollegen von der Regierungsfraktion an das Gute-Nacht-Lied, was ich meiner Tochter jetzt in den letzten Wochen häufig gesungen habe. Da da di da 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 da. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Das ist doch unerträglich. Können Sie dem jetzt nicht mal sagen, dass er ruhig sein soll? Ja, das war doch sehr höflich formuliert, finde ich. Nicht? Das meine ich auch. Ich habe mir extra vorgenommen, heute Morgen besonders höflich zu sein. Frau Merkel,
Veranlassen Sie die bedingungslose Aufnahme dieser Menschen. Beenden Sie die rechte Irrfahrt und schmeißen Sie diesen Seehofer endlich raus. 5 Millionen Menschen sind mit Hilfe dieses Rechtsbruches nach Deutschland und in die europäischen Partnerstaaten eingeschleust worden. Fördern Schwarzarbeit, Prostitution und Menschenhandel und andere kriminelle Machenschaften. Und Sie sind dafür der Zuhälter, wenn man so will, Herr Bundesminister. Herr Gloß, Sie haben es für richtig gehalten, einen Minister als Zuhälter zu bezeichnen. Ich wünsche mir sehr, dass der kleine Nachtrag, wenn man so will, verbessert die Sache nicht. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf und bitte sehr darum, dass wir in der weiteren Debatte uns mäßigen. Und er bemängelt auch, dass es zu wenig Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie in der Bundeswehr hier in Deutschland gäbe. Nicht wer für all das die Verantwortung trägt. Ja, Sie können mich, wissen Sie, Herr Lindner, Sie können mich ruhig als geistig gestört betrachten, aber das sagt etwas über Ihr Niveau, nicht über mein Niveau, um das auch mal ganz klar zu sagen. Wenn ich heute den Stern lese und von den Geldern, die an Herrn Möllermann und an Herrn Genscher gezahlt worden sein sollen. Herr Kollege Ströbele, es gibt eine Frage des Kollegen Westerwelle. Aber selbstverständlich, wir wollen doch hier der Wahrheit dienen. Herr Kollege Ströbele, Sie haben hier soeben unter anderem den Ehrenvorsitzenden der Freien Demokratischen Partei, Hans-Dietrich Genscher, beschuldigt, er habe Gelder bekommen und damit politisches Verhalten bewirkt. Dieses haben Sie ausdrücklich erklärt. Sind Sie bereit, eine solche haltlose Unterstellung zurückzunehmen, die nicht einmal in diesem Artikel erhoben wird? Es ist eine Unverschämtheit, wie Sie hier wirklich eine Persönlichkeit durch die Jauche ziehen. Das ist eine unverschämte Art und Weise. Wenn denn der Herr Lindner, zu dem ich erst einmal sagen muss, dass ich es unerträglich finde, jedes Mal, wenn hier eine Frau redet, dann macht der arrogante Zwischenrufe dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen und kraut sich da seine Eier. Das geht überhaupt nicht mehr. Entschuldigen Sie, Frau Präsidentin. Ich entschuldige mich. Aber das erst, ich entschuldige mich dafür. Für den Macho oder für was jetzt? Für die Eier. Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Skandal! Können Sie nur noch lachen, aber ich vermute, Sie lachen aus lauter Dummheit, weil Sie es nämlich nicht wissen. Ganz vorsichtig. Wollt ihr eure Unflätigkeiten vor meiner Rede oder nach meiner Rede austauschen? Könnt ihr es gleich machen. Wissen Sie, ich erinnere nochmal an die Worte des Kollegen Van Aken und für alle Zuhörer, er ist der berühmteste Eierkrauler dieses Parlaments. Da brauchen Sie nicht so dumm zu lachen. Sie lachen über ihre eigene Dummheit, das mag es wohl sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Frau Bundeskanzlerin, ich muss Ihnen mal sagen, ich finde das ein bisschen unverfroren und arrogant. Sie halten hier eine Regierungserklärung, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu und die Erwiderung aus der Opposition, da stehen Sie auf, laufen rum und hören nicht zu. Das ist nicht anständig und es ist arrogant und falsch, wenn ich das mal deutlich sagen darf. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir als Linke meinen, der Haushaltsentwurf 2017 fällt bei 3 wichtigen Tests durch. Erstens, einen Augenblick mal, Frau Kollegin, Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege Kauder. Das muss so jetzt nicht sein. Und wenn, dann muss es jedenfalls nicht vorne sein. Um 15.35 Uhr beginnt die Aktuelle Stunde. Noch einen schönen Kaffee jetzt gleich. Oder was immer Sie machen. Ach so, ich muss jetzt sagen, damit ist die Sitzung unterbrochen. Aber damit die Emanzipation eine vollständige wird, muss auf die Emanzipation der Frauen jetzt eine Emanzipation der Männer folgen. Was es jetzt braucht, sind junge Männer in Spitzenämtern, in Ministerien, in den Rathäusern, die ganz selbstverständlich 50% der Erziehungs-, der Familienarbeit übernehmen, die partnerschaftliche Arbeitsteilung praktizieren und auch darüber reden. Wissen wir, es gilt immer noch, Teilzeit gilt meistens als ein Karriereknick. Wer auf wirklich einflussreiche, so richtig gut bezahlte Stellen will, der muss in der Regel ausstrahlen, 7 Tage die Woche, 16 Stunden am Tag im Einsatz zu sein. Und so in solch einer Arbeitswelt machen Menschen, die wirklich Verantwortung in der Sorge- und Familienarbeit übernehmen, ganz schnell den zweiten. Noch einen schönen Kaffee jetzt gleich oder was immer Sie machen. Ach so, ich muss jetzt sagen, damit ist die Sitzung unterbrochen. Vermögenden Klientel weiterhin das begehrte Produkt steuerfreie Millionen anbieten zu können. Schluss kommen. Was wir wirklich brauchen in Deutschland, ist endlich. Nein, also Frau Wagenknecht, also bei aller Liebe,
19 schriftlich, 20, 21. Herr Kollege. Wenn die Wissenschaftler so reden, dass die Menschen dran glauben, dass das, was gesagt wird, Herr Kollege, nicht nur vernünftig ist, sondern vielleicht könnten sogar wahr, Sie Herr gelegentlich mal einen Blick auf die Uhr. Das irritiert mich nur. Das habe ich voll gedacht. 23, 23, 24. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es stimmt ja, dass wir alle hier im Saal nach dem Aufdecken... Frau Bundeskanzlerin, das muss sich auch anderswo erledigen lassen. Interessiert das Thema offenbar wenig. 25, 26, ich kann gut zählen, ne? Der Kollege Reinhard Grindel hat in einem Zwischenruf gerufen, Lafontaine, das ist die Schweinebande, die hinter dir sitzt, und der Kollege Ernst Burgbacher, schämt ihr euch eigentlich nicht, diese Proleten, diese Ausdrucksweise entsprechen nicht dem parlamentarischen Sprachgebrauch, ich rüge das. Herr Präsident blinkt mir. Und die Frau Präsidentin die Frau blinkt, aber das Blinken bleibt das Gleiche. Hallo? Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, man hatte mir gesagt, ich solle lieber die Regierungsbank verlassen, sonst wurde mir auch noch eine Frage gestellt und deshalb... Also Frau Bundeskanzlerin, ich halte es für eine abwegige Empfehlung, dass wenn Sie schon mal versehentlich bei einer Regierungsbefragung da sind, irgendjemand Sie auffordern könnte, die Regierungsbank zu verlassen. Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident Hirsch, ich bedauere das zutiefst, aber im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist, bin ich durchaus der Meinung, dass wir eine Unterhaltung über die rechts- und innenpolitischen Fragen, die hier entschieden werden müssen, bei nächster Gelegenheit in einer etwas verständigeren Atmosphäre fortsetzen sollten. Genau, denn heute ist nicht alle Tage und natürlich wird es auch wieder eine nächste Sendung geben, wenn eure Aufnahmefähigkeit wieder gegeben ist. Es gucken ja schließlich auch Politiker zu. Ach, und bevor ich's vergesse, morgen, da soll laut Siri scheinbar der dritte Weltkrieg losgehen. Zumindest kursiert das gerade so durchs Internet. Wenn ihr also noch so ein bisschen Müll zum Trennen habt oder die Steuererklärung noch gemacht werden muss, wisst ihr Bescheid, jetzt letzte Eisenbahn. Und in der Politik, das sei auch noch am Rande erwähnt, wir decken ja auch immer gern größere Straftaten hier auf. Hier war diese Woche noch Folgendes zu lesen. In das Haus unseres allseits beliebten Vizekanzlers Olaf Schubert, ich meine natürlich Olaf Scholz, sorry, wurde doch tatsächlich eingebrochen. Und dies, obwohl das Haus rund um die Uhr videobewacht ist und 1 bis 3 Polizisten vor der Tür stehen. Also mehr Law and Order geht da nicht mehr. Und dennoch kam es zu dieser fürchterlichen Straftat. Müsste man mal drüber nachdenken. Allerdings ist die Polizei den Tätern schon auf der Spur. Zumindest wilden Gerüchten zufolge soll es sich bei den Tätern um jemand aus dem engeren Kreis von Olaf Scholz gehandelt haben. So ist zu hören, dass es schon die ersten Hausdurchsuchungen bei seinen 23 YouTube-Abonnenten gegeben haben soll. Als Vizekanzler hat man es wirklich nicht immer einfach. Von hier aus alles Gute, Olaf. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm und ich hoffe von Herzen, du kommst da bald drüber hinweg und die Täter werden entsprechend dingfest gemacht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr wisst Bescheid, abonnieren, kommentieren, liken, teilen, mal in den Kanal und die anderen Videos anschauen, sofern ihr das noch nicht getan habt. Anständiger Ton beim Kommentieren, ihr erinnert euch. Und wer möchte, kann sich auch noch das limitierte Shirt zur Sendung holen. Gibt's momentan hinterhergeworfen für unter 5 Euro. Unglaublich, aber wahr. Ach, und vergesst mir auch nicht mal in die Playlists reinzugucken. Findet ihr im Kanal im Menü. Da kann man mehrere Videos zu verschiedenen Themenbereichen direkt hintereinander gucken. Ganz bequem.